Seit 2 Jahren betrachten wir das Fermi-Paradoxon. Seit 2 Jahren suchen wir nach einer Antwort auf die Frage, wo sind eigentlich die Außerirdischen? In einem Kosmos mit Trilliarden von Sternen und mindestens ebenso vielen Planeten kann es doch unmöglich sein, dass wir die Einzigen sein sollen. Und doch fehlt uns jeder greifbare Hinweis auf die Existenz der anderen. Wir empfangen keine Signale, wir haben keine Spuren, keine Artefakte von Aliens gefunden, nicht auf unserem Planeten, nicht auf unserem Mond und an keinem Ort des Sonnensystems. Dieses Paradoxon, das Fehlen von Hinweisen bei gleichzeitiger so großer Zahl an Möglichkeiten allein in der Milchstraße, das wird nach Enrico Fermi das Fermi-Paradoxon genannt. Frei nach einer Anekdote aus den 50er Jahren, der zufolge Fermi in seiner Mittagspause seine Kollegen fragte, Where is everyone? Wo sind sie denn alle? Heute und nächste Woche schließen wir unsere Reihe ab und in diesen Videos präsentieren wir auch unsere Meinung. Gibt es Außerirdische und wenn ja, warum sind sie nicht hier? Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Wie eingangs schon gesagt, ist dieses Video Abschluss einer längeren Reihe von mehr als 20 Teilen. Wir laden euch ein, uns auf der Reise durch die fantastischen Erklärungsversuche rund um das Fermi-Paradoxon zu begleiten. Mit einem Klick hier oben rechts gelangt ihr zur vollständigen Serie. Für alle, die hier geblieben sind, beginnen wir zunächst mit einer einfachen Frage. Was sagt das Fermi-Paradoxon eigentlich aus und was nicht? Das Fermi-Paradoxon, das geht davon aus, dass wir kein Sonderfall sind. Die Erde ist ein Planet unter vielen. Während es zwar unwahrscheinlich ist, dass jeder Planet Leben ermöglicht, so zeigt doch die schiere Zahl von Planeten, dass es viele Male auftreten müsste. Das Fermi-Paradoxon geht weiter davon aus, dass einige dieser lebenstragenden Planeten intelligente, technologisch hochentwickelte Spezies hervorbringen müssten. Schließlich reden wir allein in der Milchstraße über Milliarden von Kandidaten. Das Fermi-Paradoxon trifft noch weitere Annahmen. Allen voran unterstellt ist, dass diese entwickelten Spezies Kontaktversuche über die Sterne hinweg, interstellare Kontaktversuche unternehmen wollen. Da Leben jenseits der Erde theoretisch Milliarden von Jahren vor uns entstanden sein könnte, müssten wir Zeuge von zahlreichen dieser Kontaktversuche sein, sei es in Form von Signalen oder archäologischen Zeugnissen dieser Zivilisationen. Aber da ist nichts. Der Himmel bleibt stumm. Alles, was wir beobachten, lässt sich mit natürlichen Phänomenen erklären. Es gibt keine Pyramiden auf dem Mars, keine Raumstationen auf dem Mond, keine archaischen Sonden im Orbit um Pluto. Damit wird aber im Umkehrschluss eines klar. Das Fermi-Paradoxon trifft keine Aussage über die Existenz von Leben an sich. Es könnte praktisch in jedem dritten Sternensystem unserer Galaxie außerirdisches Leben geben. Wir würden es aber nicht erfahren, weil unsere technologischen Möglichkeiten, Leben an sich zu entdecken, schlicht zu begrenzt sind. Das Fermi-Paradoxon fragt ausschließlich nach hochtechnologisierten Spezies, uns weit überlegen, mit der Fähigkeit, über die Grenzen ihres Sternensystems hinaus zu agieren, zu kommunizieren oder zumindest sichtbare Spuren zu hinterlassen. Zunächst liegt also die Suche bei uns selbst nahe. Haben wir denn interessante Signale beobachten können? Gibt es auch nur kleinste Anhaltspunkte für eine außerirdische Präsenz im Sonnensystem? Die Antwort fällt hier vernichtend aus, ist aber durchaus mit einem kleinen Aber zu versehen. Quasi alle Signale aus dem Kosmos, egal ob kosmische Strahlung, Mikrowellenhintergrund, Fast Radio Bursts, Pulsare oder Gamma Ray Bursts, ließen sich natürlichen Quellen zuordnen. Mit Ausnahme des immer noch nicht vollständig erklärten Wow-Signals aus den 70ern haben wir kein einziges echtes Anzeichen für ein künstliches Signal. Mit Artefakten, gar historischen Quellen, sieht es noch dürftiger aus. Natürlich gibt es immer wieder teils sehr laute Stimmen, welche die Präsenz von Außerirdischen in etwa antiken Hochkulturen, deren Technologien und Monumentalbauten oder gar in religiösen Texten erkennen wollen. Hier allerdings schließen wir uns dem wissenschaftlichen Konsens an, dass an keiner Stelle auch nur im Ansatz außerirdische Technologien nachweisbar sind. Das wiederum heißt aber nicht, dass wir exakte Kenntnis von unserer Erde, geschweige denn unserem Sonnensystem, hätten. Was auf der Erde unter Millionen, gar Milliarden Jahre alten Strata verborgen sein könnte, wäre auf anderen Himmelskörpern, dem Mars oder dem Mond etwa, vielleicht leichter auszumachen. Wir dürfen uns aber nicht der Illusion hingeben, wir hätten den Mars oder auch nur den Mond intensiv erforscht. Die Oberfläche des Mars entspricht in ihrer Größe derjenigen all unserer Kontinente. Nur einen winzigen Bruchteil davon haben wir bisher in hochauflösenden Aufnahmen betrachtet. Hier also besteht durchaus noch eine Grauzone. Der Status quo aber ist klar.
Wir haben keine Hinweise, wir brauchen also eine Erklärung, warum niemand zu uns kam oder aktuell hier ist. Mit Konzepten wie der Simulationshypothese, der Planetariumshypothese oder der möglichen Existenz einer Schöpfergottheit haben wir einige Varianten betrachtet, die durchaus erklärmächtig sind, aber eben nicht falsifizierbar. Ein nüchterner Ansatz liegt also darin, unsere Realität zunächst einmal als real zu akzeptieren. Und wenn wir dies tun, dann müssen wir uns mit den Hypothesen der Kategorie 1 beschäftigen. Dort diskutierten wir zunächst die Rare Earth Hypothesis. Sind die Bedingungen auf der Erde so außergewöhnlich, dass sie ungeachtet der gewaltigen Anzahl an Sternensystemen nahezu einzigartig sind? In unserer Betrachtung verneinten wir dies. Befürworter dieser Hypothese, die betrachten stets die einzelnen Schritte der Entwicklung des Lebens auf der Erde und kommen natürlich dann zum Schluss, dass nur die Erde eben jene notwendigen Bedingungen für exakt diese Entwicklung bot. Auf einer Unzahl von anderen Planeten aber mag die Entwicklung anders verlaufen, auch wenn das Resultat ähnlich wäre. Eine Lebensform basierend auf Kohlenstoff und vermutlich flüssigem Wasser. Es gab auch immer wieder Überlegungen, die sich auf bestimmte Fälle von Planeten bezogen, etwa Supererden, Wasserwelten oder Planeten im Orbit um einen roten Zwerg oder ein binäres System. Solche Planeten, so erklärte man, machen entweder die Entwicklung von Leben unwahrscheinlich oder aber verhindern eine technologische Entwicklung, wie es Wasserwelten tun würden. Oder machen Raumfahrt effektiv unmöglich, wie Supererden mit ihrer hohen Gravitation. Allen diesen Erklärungen gemein ist aber, dass sie sich auf eine begrenzte Zahl von Planeten beziehen. Stets bleibt eine Unzahl anderer, für die Entwicklung einer technologischen Kultur geeigneter Planeten übrig. Vielversprechender ist daher unserer Meinung nach eine gezielte Betrachtung der großen Filter. Bei den großen Filtern handelt es sich um eine nahezu unüberwindliche Hürde, deren Überwindung aber notwendig ist für den Fortbestand einer Spezies oder ihre Weiterentwicklung hin zu einer interstellaren Kultur. Es ist interessant, dass sich viele Artikel zum großen Filter immer mit einem drohenden Untergangsszenario beschäftigen. Das ist publikumswirksam, zeugt aber auch immer von einer stark anthropozentrischen, einer menschlichen Sichtweise. Bis hier haben wir es schließlich geschafft, das muss den anderen ähnlich leicht fallen. Potenzielle Filter aber lassen sich reichlich ausmachen. Von der Abiogenese, der Entstehung des Lebens an sich, über die Entwicklung von Photosynthese, Eukaryoten, komplexen Lebewesen, Technologisierung und, und. Wir werden im zweiten Teil dieses Videos drei Filter diskutieren, welche besonders relevant zu sein scheinen. Drei Filter, die dem Begriff große Filter tatsächlich gerecht werden. Einen davon verorten wir in unserer Vergangenheit, einem anderen blicken wir in unserer Gegenwart ins Auge und ein dritter wird sich in der Zukunft auftun. Wir freuen uns, wenn ganz viele von euch am nächsten Sonntag wieder einschalten werden. Für heute sagen wir euch Danke fürs Zuschauen und ganz besonders unseren Patrons und den galaktischen Overlords Max, Michael, Apollon, Marcos, Robert und Alvarez Sebastian. Ihr seid sensationell. In diesem Sinne, 42. Let us start.